Ansofum, wir winken zu bestimmen. Man kann mit dem Kopf von den Geschwindigkeiten von Vx und Vy. In welcher Phase? Vx von erster Kondensator, Kondensator. Ist die ganze Zeit gleich? Ja, weil es kein Kraft mehr gibt. In x Richtung, waagrecht, genau. Und dann? Und Vy vor zweiter Kondensator. Mhm. Es kein Kraft mehr gibt. Nach dem Kondensator 2 keine Kraft mehr gibt, so bleibt dieser Vy, diese Geschwindigkeit weiterhin. Stimmt's? Genau. So, konkret, was meinen Sie mit dem konkret erklärten Schreiben? Von den vorherigen Aufgaben bekommt man Vx und Vy. Mhm. Also Vx stimmt von der vorherigen Aufgabe, aber Vy noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Vx können Sie gleich schreiben, aber Vy müssen Sie jetzt uns zeigen, wie man das macht. Wow. Ohne Zehnerpotenz? Lieber mit Zehnerpotenz, oder? Lieber mit 10er Potenz. Standard Schreibweise. 5. Sehr gut. Genau. Vy noch mal. Man muss zuerst suchen, wie viel Sekunde von hier. Nach hier das Elektron braucht. Mhm. Wie viel Zeit hier das Elektron braucht? Richtig. Wie nennen Sie Zeit? Also der Abstand hier ist 4 cm. Mhm. Das wäre ganz gut, wenn Sie schreiben Sx V0x. Oh. Genau. Mhm. Hier. Direkt Ergebnis. D ist gleich. D ist gleich 6.5 10 minus 9 seconds. Und die Zeit von hier nach hier ist gleich von hier nach hier. Mensch, Achtung, Ihr Finger ist fast gezeigt. Hat fast gezeigt. Ja, richtig. Also man kann diese Formel. Welche S meinen Sie? SX oder SY? SY. Yes, sir. Denn Fauno ist 0, also. V0 am Anfang des Kondensators 2 ist 0 Meter pro Sekunde. So sagen Sie bitte vollständig, leider, einen Satz bitte. Ja? Ein halb, nicht ein halber. Ein halb. 1,10 Meter pro Sekunde Quadrat. Herr Japp will das immer. 2,7 cm, oder 0,05 cm. Und danach, wenn Sie das SY bekommen, was möchten Sie bestimmen? Ja, zweiter? Auf dy. Ja, mit welcher Gleichung? Vt Quadrat ist gleich V0 Quadrat plus 2 mal A mal S. Welche A meinen Sie? A in X-Richtung oder A in Y-Richtung? A, Y-Richtung. Welche S meinen Sie? Y-Richtung. Alles klar, gut. Und dann? Vt Wurzel von... Direkt Ergebnis. Vt ist gleich, das verstehen wir schon. 7,9 mal 10 auf 6 Meter.
Stimmt. Und dann? Ein Bild zeigt dann nichts. Ja, ich zeige mal. Warte. Die dritte Gerade ist so hässlich. Die resultierende Geschwindigkeit so hässlich. Weil das Bild von dieser Kurve. Ja, ich weiß, aber sie zeichnen keine Gerade, sondern sie zeichnen eine Kurve. Oh. Ja. Parallelogramm bitte. Parallelogramm bitte. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Na? Improvisation. Das ist gut. Warum mit X oder Frau X? Genau. Dann mit Hilfe von Tangente dann mit Hilfe von Tangente. Tangens, genau. Direkt Ergebnis Alpha ist gleich. Tangens Alpha ist gleich, okay, gut. Ist gleich, V. Und dann direkt Ergebnis Alpha ist gleich. Sehr schön, ein schönes Ende.